Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe steht erneut unser Streckentestformat RTDS auf dem Programm. Bevor wir allerdings mit der ersten Einsendung beginnen, für dich der Hinweis, ein weiteres Ray-Tested-Format ist ab sofort freigeschaltet worden, und zwar das Ray testet dein Super 7. Das heißt, ab sofort könnt ihr eure Super 7 Herausforderungen einreichen. Ein Format, was ich ja sehr gerne noch in Horizon 4 gestartet hätte, es dann aber zeitlich irgendwo nicht mehr ganz gepasst hat. Aber sei es drum, dadurch können wir jetzt ja hier in Horizon 5 damit richtig durchstarten. Aber wie bei allen Community-Formaten, es ist natürlich von dir und von jedem anderen aus der Community abhängig, ob tatsächlich das Format, ja, Früchte trägt, denn ohne euch, ohne eure kreativen Einsendungen kann so ein Format natürlich nicht bestehen, aber ich bin mir sicher, gerade bei Super 7 können wir das ein oder andere Lustige erleben und ja, checkt auf jeden Fall mal das Formular aus, das findet ihr auf der ja, gleichen Übersichtsseite wie auch das Ray testet deine Strecke-Testformat. Das ist ja so eine Übersichtsseite, die ihr eben in der Videobeschreibung findet. Aber genug dazu, wenn es da irgendwie Fragen gibt oder sonst was, einfach in die Kommentare schreiben. Aber eigentlich sollte das Formular selbsterklärend sein. Und deswegen würde ich sagen, ja, beginnen wir schlussendlich jetzt mit der ersten Einsendung im heutigen Streckentestformat. Und die kommt von Haze Runner mit seiner Bleifuß-Sprint-Strecke. Er hat dazu Folgendes geschrieben. Guten Tag, Ray. Ich dachte mir bei der Strecke nur eins, und das ist schnell fahren. Ich habe extra die Tunnel eingeplant, weil dies eines meiner Highlights auf der Map ist. Ich hoffe, du hast Spaß beim Fahren des Rennens und wünsche dir einen schönen Tag. Liebe Grüße, Haze Runner. Ja, einen schönen Tag wünsche ich dir auch, aber das wünsche ich auch jedem anderen, der hier zuschaut, also auch dir und dir und dir und dir auch. Gut, ja, verlassen wir mal unseren Vorhof. Und dann geben wir auch den beigelegten neunstelligen Code ein. Auch da, ich sag's glaube ich in jeder Folge, wenn ihr ebenfalls auch diese Strecken fahren wollt aus der Folge, dann könnt ihr über denselben Weg eben auch diese Strecken immer finden, indem man dann hier eben auf das Suchenfeld geht und dann auf den Freigabecode und da gibt man dann das Ganze ein. Alle Freigabecodes sind dann bei der Streckenfreischaltcodes-Übersichtsseite auch angegeben, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Generell einfach immer mal die Videobeschreibung auschecken. Ich glaube, da findet sich das ein oder andere Nützliche. Unter anderem auch der Tuning Guide von Horizon 4. Ja, ich weiß, viele möchten auch den Tuning Guide zu Horizon 5. Der ist auch in Arbeit. Ich möchte es aber gründlich machen und ich sage es ganz ehrlich, ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Zeitdruck, den zu machen, weil der Tuning Guide aus Horizon 4, insbesondere diese, ich sage jetzt mal, ja, Übersichtstabelle, die ich ja damals erstellt habe, die funktioniert nach wie vor. Also das hat sich ja grundlegend nicht geändert. Also der Tuning Guide von Horizon 4 könnt ihr euch ruhig angucken, insbesondere eben in Part 2 in der Beschreibung. Dort ist so eine, eben so eine Übersichtstabelle, wo halt so steht, okay, also ich nenne ihn ja den Problem Guide. Da könnt ihr ja einfach auch alles durchchecken. Deswegen, ja, guckt euch das an, dann werdet ihr da oder seid ihr schon ganz gut aufgestellt und den entsprechenden auf Horizon 5 angepassten Guide, den gibt's dann, wenn er halt eben schlussendlich fertig ist. So, aber um Tunings soll's jetzt heute nicht so wirklich gehen. Heute geht's um Strecken und deswegen legen wir los mit dem Bleifuß-Sprint von Haze Runner. Ja, als Fahrzeug habe ich mir jetzt einfach mal den Divo ja, ausgesucht. Den hatten wir ja erst jüngst bei der Forza-Quartett-Folge, bei der Multiplayer-Folge am Wochenende. Und dann dachte ich, komm, den bin ich ja nicht wirklich ausgefahren. Ich durfte ihn ja nicht wirklich ausfahren. Ich hatte ihn zwar bei mir auf der Hand. Er hat auch direkt das erste Duell für mich gewonnen beim Preisvergleich. Aber ja, ich durfte ihn trotzdem nicht richtig fahren und deswegen dachte ich, komm, ich muss ihn mal fahren. Der kriegt sicherlich auch noch seine eigene Strecke hier, eigene Folge im Let's Play. Aber ja, schlussendlich kriegt er auch jetzt seine Chance, in der Serie mal ausgefahren zu werden. Und zwar hier bei Haze Runners Bleifuß-Sprint. Ja, Startpunkt ist derselbe wie von der Teststrecke. Guck mal an. Also die erste Kurve sollte ich doch schon mal ganz gut hinbekommen, hoffe ich. Die auch nicht sonderlich schwer ist. So, jetzt geht es aber nicht links lang oder rechts lang wie bei der Originalstrecke, sondern es geht geradeaus. Er hat auch ganz, ganz sicher schon mal so einen Tunnel gemacht, dass man bloß nicht, falsch abbiegt. So, auch ein paar Objekte platziert. Und jetzt die Tunnel, die er so gerne hätte, hat auch hier, sehe ich gleich mal, Heißluftballon links und rechts platziert. Wo er geschrieben hat, Tunnel, dachte ich die ganze Zeit, er meint Guanajuato. Und dann dachte ich immer so, hä? Aber das passt ja nicht zu Bleifuß so, ne? Also Gaspedal durchdrücken. Jetzt ist natürlich alles klar, welche Tunnel er gemeint hat. So. Ja, Strecke soll 16 Kilometer lang sein. Heute nicht die längste Strecke, die uns der Zufallsgenerator
mitgegeben hat. Und ich denke, wenn wir hier wirklich so mehr oder weniger Vollgas durchziehen können, dann Vorsicht, ist oder sind die 16 Kilometer natürlich auch schnell gefahren. Ja, zur Strecke selber, es ist so ein bisschen, ach guck mal, okay, hat schon gewonnen heute. Schon Strecke des Tages. Übrigens, dieses PXH-Zeugs, das habe ich auch schon überlegt, bei der Teststrecke zu machen. Jetzt nicht so, wie er gemacht hat, sondern ein bisschen anders. Und das werde ich auch umsetzen auf der Teststrecke, sobald man die Strecken nachträglich bearbeiten kann. Aber mehr verrate ich noch nicht an der Stelle. Aber zur Strecke selber, es ist so eine Mischung aus, es gibt ja schon einen Sprint, glaube ich, oder sogar ein Straßenszene-Rennen, was auch hier, also ein Sprint auf jeden Fall, welcher auch hier hinten so entlang geht. Es ist einfach nur die erweiterte Form, wenn man so möchte. Beziehungsweise ein Teilabschnitt des Goliath-Rennens. So könnte man es vielleicht auch bezeichnen. Aber ansonsten, gute Strecke, Checkpoints. Ich habe jetzt nicht genau auf alle Checkpoints geachtet, ehrlich gesagt. Aber wenn sie mir schon nicht negativ aufgefallen sind oder ich welche vermisst habe, dann werden sie schon ganz gut gesetzt sein. Und die, die ich jetzt aktuell gerade sehe, finde ich, sind ganz gut gesetzt. Klar, könnte man jetzt hier auf die Cooper noch einsetzen, so dazwischen oder so. Aber braucht man eigentlich nicht. Man weiß ja, dass die Strecke einen sehr schnellen Flow hat, einen sehr schnellen Fluss hat. Und deswegen müssen die Checkpoints jetzt auch nicht bam, 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 bam kommen, sondern ist ja okay, wenn sie dann immer schön in den Kurven kommen. Man weiß, wo es lang geht. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so groß Kritik üben, ehrlich gesagt. Der Flow passt auf jeden Fall. Vorne ist dann auch schon die Zieleinfahrt, die er noch vor Playa Azul, also dem Ort da, an der Ostküste gemacht hat. Aber ja. Ja, und ich wirf natürlich auch. Ich bin hier schon ein paar Mal abgeflogen übrigens. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Das liegt nicht an der Strecke, das liegt einfach an mir, dass ich die Kurve nicht hinbekomme. Nee, aber da sind wir schon tatsächlich fertig mit der Strecke. Ich glaube, in 3:24 werden wir die anderen Strecken heute nicht alle fahren. Obwohl ein paar kürzer sind. Aber trotzdem, das ist schon sehr schnell, aber sehr cool. Auf jeden Fall kann man machen eine etwas längere Strecke. Wie gesagt, wir können ja ganz kurz auf der Map nochmal gucken. Die andere Strecke, die ich meine. Und davon ist es ja, wenn man so möchte, wie gesagt, die etwas längere Version. So, Moment. Ich filter das mal. Oder nee, ich brauche. Doch, ich filter das mal ganz kurz. Ich weiß noch gerade nicht mehr, Straßenszene war da ja auch nochmal. Eben, es gibt einmal die hier, die meinte ich nämlich. Die geht dann aber auch bis Playa Azul rein, wie man sieht. Aber eben hier sind wir ja hier gestartet und sind dann halt den ganzen Weg gefahren. Die geht ja in die andere Richtung und die Straßenszene, geht auch in die andere Richtung, genau. Und Colossus geht dann hier nochmal weiter. Also ja, es ist halt, wie gesagt, im Prinzip etwas andere, längere Variante von dieser Gran Pantano-Sprintstrecke. Was ja ganz cool ist, oder nennen wir es einfach den Teilabschnitt von Goliath, wenn man so möchte. Könnte man es natürlich auch machen, weil Goliath geht ja einmal komplett außen rum. Ja, wunderbar. Dann verlieren wir aber keine Zeit und springen direkt zur zweiten Einsendung. Die kommt von Benjamin und er hat geschrieben, ist meine erste eigene Strecke und soll als Teststrecke für Autos und Tunings dienen. Konnte beim Bauen leider nicht sehen, wo die Checkpoints platziert werden und wie breit sie sind. Da sind ein oder zwei leider etwas zu eng geworden, bin aber trotzdem zufrieden. Ja, wenn du damit zufrieden bist, das ist schon mal immer das Wichtigste. Ich glaube, was Unzufriedenes einreichen, macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Wenn man selber damit oder selber davon nicht überzeugt ist, dann ist es, glaube ich, der falsche Weg. Dass du aber die Checkpoints nicht sehen konntest, das finde ich jetzt interessant. Warum konntest du die nicht sehen? Hast du versucht, ein Straßenszene-Event? Weil die sind noch ein bisschen buggy. Aber egal, wir werden es rausfinden. Wir geben einfach auch wieder den beigelegten Code ein. So. Und ihr beginnt ganz einfach, nämlich 1, 2, 3. Geht dann allerdings nicht mit 4, 5, 6 weiter, sondern mit 8, 6, 9, 8, 5, 2. Ja, wie immer gucke ich mir die Strecken in der Folge zum ersten Mal an. Also absolutes First Looks. Einzige, was ich im Vorhaben prüfe, ist immer, ob tatsächlich die Strecken auch noch auffindbar sind. Weil es kann ja immer sein, dass Strecken dann auf einmal überschrieben werden, gelöscht werden. Und es wird dann mir leider nicht mitgeteilt. Das wurde nicht gemacht. Und ja, wir gucken mal. Performance-Test
Und wir fahren, was habe ich? Ah, genau, ich habe mir nämlich was überlegt. Keine Ahnung, ob das jetzt geil ist, das Auto hier zu fahren. Ist ein bisschen schnell und ein bisschen wild, aber ich habe Bock, irgendwie den Ariel Atom zu fahren. Und dann gucken wir mal, ob der auf dieser Teststrecke, ja, überzeugen kann. Oder ob die Teststrecke überzeugen kann. Schauen wir einfach mal. Bin ich jetzt mal gespannt mit den Checkpoints, deswegen werde ich das jetzt auch mal nicht zu kritisch sehen, wenn er die wirklich nicht sehen konnte. Ich meine, wir werden ja wahrscheinlich auch gleich sehen, ob das jetzt wirklich ein Straßenszenenstart ist. Weil wie gesagt, da sieht man das nicht so. Ja, ist ein Straßenszenenstart, deswegen ging das nicht. Da bin ich aber gespannt, ob man die dann überhaupt sieht. Weil als wenn ich versuche, ein Straßenszene-Event als Basis zu nehmen, dann kann ich, sehe ich die auch nicht, logischerweise. Dann sehe ich sogar die Checkpoints der Straßenszene. Und ja. Deswegen mal gucken. Bin ich jetzt gespannt. Aber tatsächlich ist da ein Kontrollpunkt, den man gar nicht sieht. Genau. Also man kann die zwar platzieren, aber man sieht die gar nicht. Man sieht dann, den sieht man jetzt. Hä? Okay, das ist übelst verwirrend. Ja, das muss auf jeden Fall noch gefixt werden. Also mein Tipp an euch ist, nutzt die Straßenszenen eher mal nicht. Na guck mal hier, Banking. Kennen wir auch irgendwoher. Eher mal nicht als Startpunkt. Weil es echt ein bisschen verwirrend oder schwierig ist. Das muss auf jeden Fall noch gefixt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher oder später gefixt wird. Strecke gefällt mir aber bis jetzt ganz gut, ehrlich gesagt. Auch die Objekte finde ich ganz gut und sinnig platziert. Der Ariel Atom fährt sich tatsächlich richtig geil. Ich habe einen T-Rex gesehen, ihr auch. Ja, hier ist halt der Checkpoint ein bisschen zu eng oder so, meint er, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, klingt aber auch diesmal voll gut. Ich fahre den zum ersten Mal tatsächlich, der Ariel Atom. Den habe ich sogar für die Folge extra gekauft. Ich habe gedacht, komm, ich habe Bock auf den. Dann habe ich gesehen, hä, den habe ich ja noch gar nicht im Fuhrpark. Dann natürlich direkt gegönnt. Deswegen fahre ich den jetzt auch zum ersten Mal. Bin aber gerade echt begeistert, wie geil der klingt. Ja, dieser Hochdrehzahl V8-Motor mit einem kleinen Hubraum auch. Also so ein Mini-V8. Klingt aber schon richtig nice und authentisch. Boah, diese ganzen Reifenstapel zu platzieren, Lecco Mio. Also das ist schon nicht, ich habe nochmal einen T-Rex gesehen, das ist schon nicht ohne. Ja, also ich finde die Strecke als Teststrecke, finde ich das cool. Vielleicht ein Tick zu lang. Vielleicht ein Tick zu lang, aber es geht noch. Wisst ihr was, ich fahre nochmal, weil das so kurz ist und es auch, finde ich, auch unfair ist gegenüber längeren Strecken. Vielleicht, wir fahren es gerade einfach nochmal. Finde es aber echt geil. Also gefällt mir ganz gut. Ich sag, dass die Straßenszene noch so ein bisschen buggy ist, ist halt ein bisschen das Problem. Ach gut, jetzt wird die Rauchsäule auch angezeigt. Das ist mega weird einfach. Aber jetzt achten wir mal so auf den Verlauf der Strecke. Also wir haben hier halt natürlich echt vieles Cooles dabei. Das ist ganz klar. Also ich habe mir ja auch erst überlegt, hier in der Gegend eine Teststrecke zu bauen. Hab dann aber drauf verzichtet. Auch hier, dass er hier ein Banking hat, das ist gar nicht so dumm, weil man rutscht da echt gerne mal raus. Merkst du direkt, weil du so bergab anfährst und so weiter. Also, da wurde sich schon Gedanken gemacht bei der Strecke. Und die Kombination, die man hier hat, das ist schon anspruchsvoll fürs Fahrzeug. So ist es nicht. Also, wie gesagt, für eine Teststrecke, um ein Auto und Tunings zu testen, absolut. Absolut in Ordnung. Ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, bei einer Teststrecke gibt es halt so zweierlei Ansätze. Einerseits willst du so das Fahrzeug oder das Tuning ans absolute Limit testen. Oder aber möchtest du, oder und, kann man da auch einfügen, das, man kann auch beides, dann möchtest du auch eine Strecke haben, die so ein Abbild aller Strecken irgendwo ist oder der Spielwelt ist. Das ist ja das, was für meine Teststrecke auch irgendwo gelten soll. Das heißt, wenn ich einen Zeitenvergleich mache, dann soll das auch aussagekräftig für so ziemlich alle Strecken sein im Spiel. Aber natürlich auch zum gleichen Maße soll es natürlich das Fahrzeug und Tuning ein bisschen testen. Und hier würde ich jetzt das Letztere eher ausschließen, also beziehungsweise dieser Zeitenvergleich würde ich jetzt eher ausschließen hier. Ich glaube, hier sind Fahrzeuge, die ein extremes Handling haben, gerade auch aus
langsamen Kurven, also so mechanischer Grip und so weiter, glaube ich, haben hier schon echt ihren Vorteil. Gegenüber halt jetzt Highspeed-Monster oder so. Aber wirklich gesagt, nur um Autos und Tunings zu testen, ja, das auf jeden Fall. Also da wird auf jeden Fall einiges geprüft. Strecke finde ich cool. Und ja, von der Länge ist okay. Wie gesagt, Ticken kürzer vielleicht, aber ist okay. 102 Minuten für ein S2-Fahrzeug. Ja, kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Also geile Strecke, gefällt mir echt gut. Objekte auch, was dabei gedacht, gut platziert. Ja, gibt's für mich nichts zu beanstanden. Also vielen Dank auf jeden Fall an Benjamin für deine Einsendung. Aber auch natürlich vielen Dank an Haze Runner und natürlich auch vielen Dank an die beiden Einsendungen, die jetzt noch kommen. Und zwar die nächste kommt von Kevcon und er hat ein bisschen mehr geschrieben. Ich lese mal vor. Also erstmal hat er seine Viva Mexico Strecke eingereicht und er hat geschrieben: Hey Ray, mit der Strecke wollte ich einige sehenswerte Orte der Spielwelt abfahren und damit eine Atmosphäre schaffen, die während der Fahrzeit nicht langweilig wird. Es soll immer etwas zu gucken geben. Der Start am Abend sorgt dafür, dass im zweiten Abschnitt mit Eintritt der Dämmerung noch eine, wie ich finde, tolle Lichtschimmung herrscht. Die Strecke hat viele schnelle Abschnitte und auch schnelle Kurven. Es gibt ein paar Stellen, die Aufmerksamkeit und gutes Handling erfordern. Daher immer Augen auf, was auf der Strecke auf dich wartet. Am Stadion habe ich eine sehr enge Kurve eingebaut, die ich im Nachgang doch lieber geändert hätte. Trotzdem habe ich viel Zeit und Mühen investiert und freue mich, wenn du mir im Rahmen eines tollen Formats Feedbacks dazu gibst. Die Veranstaltung habe ich zum Probieren für alle Fahrzeugtypen und Leistungsklassen offen gelassen. Ich bin sie einmal mit dem 911 GT3 RS und einmal mit dem GT2 RS gefahren. Sie ist eigentlich zwischen 6 Minuten 30 und 7 Minuten gut machbar. Liebe Grüße, Kevcon. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, GT3 RS, da sage ich natürlich nicht nein. Wir haben den jetzt schon mal gehabt in dem Format, aber warum auch nicht? Es gab sowieso auch mal den Vorschlag, ob ich nicht so ein fixes Testauto machen möchte. Möchte ich eigentlich nicht, weil ich möchte gerne auch ein bisschen Abwechslung haben bei den Fahrzeugen. Aber klar, wenn das ein oder andere Fahrzeug innerhalb dieses Formates öfters mal vorkommt, dann ist es so, ist ja auch nicht schlimm. Und ein GT3 RS, da sage ich nicht nein, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und deswegen nehmen wir den auch gleich, aber zuerst suchen wir uns die Strecke. Auto können wir dann ja immer noch wählen. So, auch hier geben wir natürlich den weitgelegten Code ein. 1, 3, 2, 2. 7,6 und 2,2,9. So, dann hoffen wir, dass er das auch gleich wieder findet. Manchmal findet er es nicht, obwohl es da ist. Dann muss man es nochmal neu suchen. Das ist manchmal ein bisschen weird. So, dann gehen wir natürlich zu Porsche. Hier ist es doch. Da haben wir ihn. Ja, 24 Kilometer lang ist eine etwas längere Strecke. Er hat ja gesagt, 6,30 bis 7 Minuten. Dann ziehe ich mal durch, damit ich auch die vierte Einsendung heute noch schaffe, die auch nicht gerade kurz ist. Deswegen, ja, gasen wir mal ein bisschen an hier. Okay, ich sehe erstmal eine pinke Wand. Ah, das ist von dem Startding, okay. Ja, für die Kamerafahrt kann er natürlich nichts für. So, gucken wir mal. Wir starten hier bei den Canyons. Auch hier mit Baustelle. Das ist jetzt ziemlich beliebt, ne? Habe ich so das Gefühl. Aber ist ja auch geil, ey. Also, hat ja was. Gibt so ein bisschen Leben in die Strecke rein, wenn da so noch so eine Baustelle irgendwo ist. Okay. Fällt mir bis jetzt ganz gut. Also, Objekte am Anfang. Okay. Objekte am Anfang auf jeden Fall nicht mit gegeizt. Mal gucken, ob er das auch so durchzieht in dieser Menge. Oder ob es gegen Ende dann auf einmal aufhört. Weil das ist nämlich sowas, was ich immer oftmals das Gefühl habe, dass irgendwann bei jemandem dann die Luft raus ist. Und genau das ist ja das, was man, wo man sagen muss, nee, nicht nur am Anfang jetzt hier schön alles machen, sondern auch echt durchziehen den Spaß. Aber geile Idee auch hier. Haben wir ja auch schon mal so ähnlich gesehen, auch sehr schön gemacht mit den Objekten. Hier mal ein LKW da und so weiter. Das sieht schon ganz nice aus. Kurz durch Guanajuato. Dann wahrscheinlich haben wir hier auch einen Bagger und Baustelle wieder.
Ach, guck mal, habt ihr das gesehen? Beim Tunnel, den hat er so zugehangen. Man hat es jetzt nur im Augenwinkel gesehen, aber das sah auch schon ganz gut aus. Auch hier wieder ein paar Objekte. Also bis jetzt zieht das durch mit den Objekten. Vielleicht nicht in der absolut krassen Dichte wie am Anfang, aber gut. Bei diesen schnellen Abschnitten macht es auch keinen Sinn, glaube ich. Das ist schon so in Ordnung. Jetzt kommen wir zum Stadion. Da gibt es jetzt irgendeine Kurve, die er nicht so wollte. Da bin ich ja mal gespannt. Ich gucke jetzt mal nicht auf die Map. Mal gucken, ob ich auf reinfalle oder nicht. Ja gut, hier könnte man, also hier sollte in den Scheitelpunkt auf jeden Fall noch ein Checkpoint. Hier genauso in den Scheitelpunkt ein Checkpoint. Also die Straße hier, die kenne ich natürlich schon, das ist klar. So. Ah, okay, ich glaube, die Stelle meint er. Okay, ja, verstehe ich. Ja, also, ja. Ich verstehe, warum. Es nimmt halt ein bisschen arg den Flow raus. Also er hätte auch eine normale Abkürzung, sage ich schon, eine normale Abzweigung hätte da auch ihren Zweck erfüllt und man hätte auch anbremsen müssen. Den kann ich schon verstehen, dass er sagt, nee, hätte ich dann doch im Nachhinein wieder rausgenommen. Aber ja, vielleicht gibt es ja, wie gesagt, diese Überarbeitungs- und Bearbeitungsmöglichkeit. Was? Hä? Wie jetzt? Muss ich da durchbrettern oder was? Ah, okay, wahrscheinlich. Ja, da fehlt mir so ein bisschen... Okay, da hätte ich jetzt eine Warnung gerne gehabt. Irgendwie, also man kann ja, wie gesagt, diese Warnungsschilder oder irgendwas machen. Nutzt die ruhig. Ich glaube, es würde dem Ganzen nicht so diesen was mache ich jetzt Effekt machen, sondern eher dieses, oh cool, ein Hindernis. Also hier finde ich, lässt die Strecke schon sehr nach. Genau das, was ich schon befürchtet habe. Also warum ist der Checkpoint hier so hinten versteckt? Ne? Also deswegen wieder der Punkt, setzt die Dinger in den Scheitelpunkt, auch in der Kreuzung, und dann ist die Sachlage klar, wo es lang geht. Deswegen... Ja. Hätte der Strecke, glaube ich, ganz gut getan. An der einen oder anderen Stelle. Eigenen Objekte lassen jetzt ein bisschen nach. Gut, ist auch in Ordnung. Hier beim Festival sind ja auch schon genug Objekte platziert, wenn man so möchte. Da muss man jetzt nicht noch ultra viele eigene dazu machen. Ich weiß aber, warum man die eine Stelle da vorne jetzt offen gelassen hat, weil wir halt hier rüberfahren müssen. Aber ich glaube trotzdem, dass man das irgendwie hätte lösen können. Ich weiß es nicht. Ich bin da gerade so ein bisschen, klar, die Strecke ist noch nicht fertig, aber ich bin gerade so ein bisschen zweigeteilter Meinung. Also einerseits der Anfang gefällt mir richtig gut, auch vom Flow her und alles. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal so ein bisschen technische Abschnitte dazwischen hat. Aber manchmal, also wie sieht das am Festival, finde ich jetzt, wirkt so ein bisschen erzwungen. So, ach komm, und nochmal eine Schleife und da nochmal eine Kreuzung und eine Überschneidung, die wir brauchen. Ja, ich weiß nicht. Ist natürlich wie immer dem Ersteller überlassen, ist seine Kreativität, seine Art, irgendwas auszudrücken. Ich finde es aber immer, man sollte dann lieber sagen, okay, dann mache ich lieber zwei Strecken. Dann mache ich eine Strecke, die ist so und eine Strecke, die ist so, aber die haben halt so ihr Konzept. Ja, wo man sagt, das ist das Konzept der Strecke. Das, was die Strecke, ihre Identität, wenn man so möchte. Weil hier habe ich eher so das Gefühl, er hat zwar geschrieben, er möchte viele Orte mitnehmen, ist völlig fein. Aber dann halt so bei einem Ort dann so irgendwie... Es wirkt halt schon krampfhaft zu verweilen. So ein bisschen. Und jetzt auch so ein mega langer Abschnitt Autobahn. Pff, ja. Ich weiß, es ist schwierig. Gerade wenn die Strecke lang werden, da einen guten Rhythmus beizubehalten. Aber ich glaube, hier hätte es ganz gut getan, die Ideen, die du hast, die offensichtlich sehr gut sind, diese kreativen Ideen, die du hier hast, tatsächlich eher dann in
zwei, vielleicht sogar drei Strecken umzusetzen, dass du sagst, okay, ich mache lieber verschiedene Sachen, versuche das nicht alles in eins zu pressen, sondern eher in verschiedene Strecken umzusetzen. Ich glaube, dann ist es in sich, wirkt es einfach stimmiger und geschlossener. Keine Ahnung, ob das andere auch so sehen. Ich sehe es auf jeden Fall so. Oh, da ist also auch das Ziel. Ja, also ist eine coole Strecke. Versteh mich nicht falsch. Auch die Objekte zum Teil richtig geil platziert. Und macht auch irgendwo Spaß. Aber ich finde, zum stellenweise Reis, also gerade das jetzt am Festival, finde ich, hat einen komplett rausgerissen aus der Strecke. Dadurch, dass dann auch die Checkpoints zum Teil so ein bisschen stellenweise nicht mehr ganz so geil platziert waren, wie ich finde. Ja. Like kriegst du natürlich trotzdem. Deswegen coole Ansätze, coole Ideen. Versuche aber eher aus dieser einen riesigen Strecke vielleicht zwei, drei kleine zu machen und da dann in diesem Bereich konsequenter und ausführlicher auch dann die Objekte zu nutzen. Weil gerade am Anfang, so die ersten, sagen wir mal, das erste Viertel der Strecke, ultra geil von den Objekten platziert. Das hat richtig stimmig gewirkt. Also auch die Objekte zueinander. Das hat alles super geil gewirkt. Und ja, deswegen so in dem Stile und dann komplett durchziehen und dann lieber etwas kürzer. Dann wirkt das Ganze richtig gut stimmig. Gut, eine Einsendung haben wir noch. Die ziehen wir jetzt aber noch durch, auch wenn wir schon ziemlich am Ende der Folge sind. Und zwar kommt die von Crazy Sega und zwar mit seiner La Selva Rally Etappe. Er hat geschrieben: Hallo Ray, erstmal juhu, meine Strecke kommt dran. Ja, Glückwunsch. Bei meiner ersten erstellten Strecke geht es durch Schotter, Schlamm und Wasser. Ein paar kleinere Sprünge sind auch dabei, aber nichts Wildes. Das sollte jedes Rally-Auto schaffen. Und da wären wir auch schon bei der... Tut mir leid, ich habe irgendwie Musik hier. Achso, weil ich hier am Festival bin. Tut mir leid, ich kann schon weiterlesen. Mich irritiert es noch gerade, dass ich Musik höre. Und da wären wir auch schon bei der Fahrzeugauswahl. Ich fahre die Strecke sehr gerne zwischen A800 bis S1900. Höher geht natürlich auch, empfinde ich dann aber als ein wenig zu schnell. Würde dir ein Auto mit gutem Handling und ausreichend Speed empfehlen? Denn im ersten Teil geht es um Handling und im zweiten so eine Mischung aus Handling und Speed. Naja, mir macht die Strecke sehr viel Spaß. Ich hoffe, sie gefällt dir und auch für Tipps würde ich mich sehr freuen. Schöne Grüße aus Frankfurt. Ja, liebe Grüße zurück aus Freiburg. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht direkt ein Fahrzeug vorbereitet. Ich dachte aber Rallye zwischen A800 bis S1900, da werden wir auf jeden Fall irgendwas im Fuhrpark haben. So, Strecke ist 11 Kilometer lang. Ich bin mal gespannt, weil Rallye kann sich das natürlich jetzt in die Länge ziehen. Aber auch hier versuche ich natürlich mein Bestes zu geben und natürlich auch immer ehrliches Feedback. Das ist doch ganz klar. So, da haben wir das Ganze. Und ich merke gerade wieder, ich habe bei allen Strecken vergessen, euren Ingame-Beschreibungstext anzugucken. Aber gut. Warte, ich sortiere mal nach Rallye. Ich mache mal gleich Rallye Monster. So, jetzt gucke ich gerade mal, was nehmen wir denn da am besten? Den habe ich ja mal getuned. Ich weiß gar nicht, ob das Tuning hier noch drauf ist. Das wäre, glaube ich, vielleicht ganz cool. Ja, machen wir einfach. Machen wir einfach. Den Gymkhana 10 Focus RSRX. Der ist serienmäßig tatsächlich sehr drifty ausgelegt. Und nicht mehr so ganz Rallycross. Deswegen habe ich den ja mal umgetuned. Und ich hoffe, das Tuning ist hier auch noch drauf. Sonst haben wir gleich ein Problem. Schauen wir mal. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an euch alle vier für die Einsendung, für Haze Runner Benjamin, an Kevcon und Crazy Sega und natürlich auch an alle anderen, die schon was eingesendet haben und auch schon dran kamen, aber auch an die Einsendungen, die noch nicht dran kamen und hoffentlich noch drankommen werden. Also, ich betone auch das, was ich am Anfang gesagt habe bezüglich des Super 7 Formates. Das gilt natürlich hier auch und gilt halt einfach für alle Community Formate. Es ist natürlich immer abhängig von euch und deswegen vielen Dank, dass ihr diese Formate so belebt. Das macht's dann so besonders. So, gucken wir mal. Oh, cool, gleich so eine Rampe mit dabei. Klonk. Nice. Finde ich cool. Gefällt mir schon mal. Ja, ein paar Mäuerchen gebaut. Schotter. Die Brücke. Hast du die selber gebaut, die Brücke? Nee. Doch? Ja, hast du, oder? Oh, Entschuldigung. Geil, die sieht richtig gut aus.
Ja klar, normalerweise würdest du durchs Wasser gehen. Richtig geil gemacht, die Brücke. Nice and Dyson, ey. Auch hier die Objekte überall. Gefällt mir richtig gut. Ah, guck mal, hier können wir auch außen rumfahren. Geil. Hier wieder so eine Rampe. Okay, nice. Lecko Faggi. Richtig geil mit den Objekten. Gucken wir mal, was so Objekte für einen Mehrwert bieten können. Ultra. Hier wieder. Also Brücke, dann Sprung nochmal. So Sprünge sind ja auch ein geiles Element, finde ich. Ich meine, wenn man jetzt Rallycross nimmt, da gibt es ja solche Etappen auch. Das sind zwar Rundkurse Rallycross, aber da gibt es ja auch so mit Sprüngchen und so. Und beim normalen Rally gibt es sowieso Kuppen und alles mögliche. Da ist mal ein bisschen Asphalt wieder mit dabei. Aber geile Sachen mit den Brücken. Also ist zwar sowas Simples, aber ich finde es extrem geil. Feiere ich richtig. Muss ich mir direkt mal für meine eigene Rallye-Teststrecke merken, solche Elemente. Auch hier mit diesen Warnsignalen da innen drin. Ne, nicht immer eine Mauer platziert, sondern auch manchmal mit diesen Insignalen. Also, es wirkt übelst stimmig alles. Hier nochmal eine Brücke, nochmal ein Sprüngchen mit dabei, auch immer mit diesen Warnschildern. Alter Verwalter, ich bin gerade übelst begeistert. Ich bin gerade richtig begeistert. Also, der Streckenverlauf ignoriere ich gerade komplett, aber diese Objekte, ey, also schreibt mir das bitte in die Kommentare, wie lange hast du dafür gebraucht? Weil ich habe ja 14 Stunden gebraucht für meine Teststrecke. Und das sind nicht minder Objekte gefühlt, also auch, guck mal, wie zum Teil richtig schön präzise und alles. Ey, ich bin gerade richtig begeistert. Bitte zieh das jetzt bis zum Ende so durch. Bitte, bitte. Plonk. Kleiner Walltap muss sein. Kuppe. Jetzt wird es ein bisschen offener. Weniger Objekte jetzt. Aber es ist okay. Passt zur Gegend auch, finde ich. Also das kann man so machen. Aber komm, am Ende muss es irgendwie nochmal ein richtiger Brecher kommen. Hier auch nochmal so eine Brücke gebaut. Puh, aber die Bodenwelle war fies. Uiuiui. Ich fahr mal kurz hier. Bisschen außenrum. Ja, okay, also gegen Ende ein bisschen. Also klar, hier ist auch nochmal so eine schöne, coole Brücke gemacht. Gegen Ende ein bisschen nachgelassen. Also hier hätte ich jetzt auch nochmal am Ende so ein paar Tribünen und so weiter gefeiert. Dass so dann am Ende das auch ein bisschen offener war, fand ich okay. Ist ja bei Rallyes auch manchmal so, dass da manchmal ein bisschen mehr ist. Und dann geht es so ein bisschen raus ins Gelände raus und so weiter. Und dann ist es ein bisschen offener, das ist okay. Aber am Ende hätte ich nochmal schon was so, nochmal auch diese Intensivität der Objekte gefeiert. Das würde das nochmal so ein bisschen abrunden. Na, da sind wir wieder beim berühmten Beispiel, gegen Ende ging die Luft raus, das wirklich durchzuziehen mit den Objekten. Aber ich sag's mal, die ersten 50% oder sagen wir von mir aus 60%. Hammergeil! Richtig gut. Also, ja, tu dich mal mit KevCon zusammen. KevCon, wie gesagt, das erste Viertel, hammer, geil, von der Art und Weise, von wie es gemacht wurde. Und jetzt hier bei Crazy Säger auch, also, ey, geil, Leute, richtig geil. Also, ihr merkt die Begeisterung. Und das zeigt auch nochmal, dass es halt einfach First Look ist, weil ich glaube, so eine Begeisterung kann man nur beim ersten Mal so richtig, richtig geil rüberbringen. Ja, vielen, vielen Dank. Also, wie gesagt, alle Einsendungen, super, gefällt mir. Aber die gerade was die Objekte jetzt betrifft, nice. A la Bonheur, geile Sache. Also, vielen, vielen Dank
Und vielen Dank natürlich auch für deine Aufmerksamkeit. Check auf jeden Fall auch selber mal die Strecken aus. Gib gerne Feedback den Leuten. Ich finde es immer ganz wichtig, dass nicht nur ich Feedback gebe, sondern auch die Community. Und wie gesagt, reicht gerne eure Einsendung ein, ob es jetzt Strecke ist oder jetzt neu Super 7. Denn wenn ihr jetzt schon relativ schnell ein paar geile Super 7 Sachen einreicht, dann können wir vielleicht schon ganz, ganz, ganz bald die erste Super 7 Test Ausgabe ja rausbringen. Ich bin jetzt aber raus. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.